YouTube, hey, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil The Hunter Call of the Wild hier mit eurem Captain Dax. Wir spielen heute Savanne. Ich gehe ein bisschen spazieren, wie immer eigentlich, ne? Ihr habt Bock, ich hab Bock. Let's go. Erstmal müssen wir ein paar Kugeln kaufen. Munition ist wichtig. Boah, ich muss erstmal, ich muss den Ventilator anmachen. Das ist jetzt schon zu viel. Ich merke, wie ich zwischen Kopfhörer und Kopf schwitze. Das ist eklig. Bäh. So, auf geht's, ab geht's. Wir gehen natürlich wieder ein bisschen ziellos spazieren und fangen morgens an und gucken mal und schießen auf alles, was sich bewegt und sich uns nähern möchte. Mal zum Beispiel die da. Das sind nur Weibchen bis auf den Dreier, das Dreiermännchen da. Aber ist ja nicht so schlimm. Hier sind zwei Weibchen dabei, die über 300 scoren könnten. Die nehmen wir da jetzt da mal raus. Vorausgesetzt, ich treffe die gut. Und es kommt kein Löwe und verjagt mir die. So, genau, das sind die zwei Weibchen, die ich haben möchte. Das sind Achtertiere, ne? Da muss ich mir da 300 Macken drauf schießen. Die ist nicht ganz so schnell. Ich hoffe, ich treffe die trotzdem beide. Das wäre schon nice. Erstmal das und dann... Ja, schade. Müssen wir kurz warten, vielleicht kommen die zurück. Also ich habe immer gute Erfahrungen mit denen, dass die auch wirklich zurückkommen in ihre Bedürfnisgebiete. Das wäre schon cool. Hier vorne sind noch zwei Häschen. Okay, okay. Drei Häschen, okay. Nee. Die wollten sich nicht treffen lassen. Schön. So, sehr gut. Sie kommen zurück. Ist jetzt noch nicht das Weibchen, was ich haben möchte. Aber sie kommen auf jeden Fall zurück. Die sind dumm. Da ist es. Okay, gucken wir uns an, was wir da alles getroffen haben. So, erster Spießbock heute. Mal sehen, was die macht. Ich denke mal Gold, ne? Ne, oh, Silber nur, okay. Warte mal. Hä? Kein lebenswichtiges Organ. Oh, ich habe sie in die Wirbelsäule getroffen. Lol. Sonst wäre sie Gold gewesen. Oh. Schade. Schade. Ich war mir so sicher, aber ja, gut. Was willst du machen? So, zweiter Abschuss. Die ist auf jeden Fall Gold. 285, ja. Schöner Herztreffer. Top. Silber. 252. Sehe ich jetzt, also, das sehe ich nicht oft, dass da keine Kommastelle dahinter ist. Okay, cool. Das ist das Männchen, okay. Das ist das einzige Männchen in der Gruppe gewesen. Naja, auch noch den rausgeknallt. Ich habe Gnuße gefunden. Am hohen Gras ist das scheiße. Das sollte man eigentlich nicht tun, aber ich habe es getan. Und es war ein Fehler. Ah ja, ich habe gepokert, ne? Ich habe gepokert und verloren. Das ist, manchmal passiert das. Ich hab ihn doch getroffen. Aber keine Organe. Lol. Okay, ich habe irgendwie Bock, den zu verfolgen. Das machen wir jetzt. Schauen uns an, wo die jetzt als nächstes hingehen. Und dann ballern wir nochmal auf den. Da ist er. Da ist er. Jo. Also, wenn ich den jetzt nicht gut getroffen habe, dann weiß ich auch nicht. Verfolgt, wiedergefunden und geschossen. Easy. So, mein lieber Freund. Gold. Schön. 37,1. Diamant ist 37,69. Ah, wieder kein Diamanttier. Ah, ich dachte, ich war halt schon richtig auf dem Trichter. Ich wusste irgendwo, 37, 38, 39 wird Diamant und der konnte bis 40 scoren. Und ich dachte mir so, oh, yo, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So. Wir sind auf der Suche nach einem Gnu, das bis 40 scoren kann. Guck mal, der zum Beispiel, ne?
Silber. Ich habe mit der falschen Munition draufgeschossen. Was habe ich denn drauf geschossen? Mit der 300er Magnum, lol. Okay, es ist früh am Morgen. Ja, das ist meine Ausrede dafür. Aber er wäre ja sowieso nicht Diamant gewesen. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh nein, oh nein, oh nein. Da ist noch ein Vierer, 38. Ah, das ist der, den ich schon angeknallt habe. Getroffen. Ja, habe ich. So, ist er das? Das müsste er sein. Gold, 34,5. Schade. Und mit dem zweiten Treffer habe ich ihn tatsächlich in den Lungenflügel getroffen. Der könnte auch bis 38 scoren. Ich bin mir nicht sicher. Was mache ich denn heute für Schüsse hier? Irgendwie bin ich unausgeglichen heute und schieße irgendwie auf alles und vor allem auch sehr schnell. Und das ist, glaube ich, mein Fehlergrad. Ich zerschieße mir hier noch eventuell einen Diamant. So, da haben wir ihn, unseren Wackelkandidaten. Gold, 34,9. Okay, also der zweite Treffer war tatsächlich in die Lunge. Oh, das war aber wirklich sehr spitz. Also das ist ein richtiger Künstlerschuss schon wieder. Seht ihr das? Der war echt spitz geschossen. Na komm, egal, wir schießen jetzt einfach mal auf den ersten Spießbock, den wir da sehen. Löwenweibchen. Okay, okay, okay. Die liegt da so friedlich. Gleich nicht mehr. Okay, so. 150 Meter genullt. Und Peng. Goldenes Weibchen. Also, das ist wirklich die einzige Rasse, also an Tierrassen, wo ich wirklich Weibchen genauso oft und genauso gut schieße wie Männchen. So, Dreier Löwenweibchen. Wir schauen es uns an. Silber, dachte ich mir. 39,6. 44 ist Gold. Ah, die war auch also ganz knapp Silber, ne? Dafür schön Doppellunge. Dafür ist sie noch sehr weit gerannt für die Doppellunge, finde ich. 100er Score. Ist auch saftig. So, was haben wir hier? Silbernes Weibchen, 260. Ah ja, okay. Das war leider nicht Gold. Schade. Oh ja, den habe ich getroffen. Sehr gut. Sehr gut, kurz bevor mir die Luft ausgegangen ist. Oh, 6er schwer, lol. Den probieren wir. Bin ich mir unsicher. Eigentlich hätte er schnell umkippen müssen. Der hätte eigentlich schnell umkippen müssen. Ich glaube nicht, dass ich den gut getroffen habe. Oh nein. Ich wollte wieder zu viel. Ich wollte wieder Tiere im Laufen schießen. Ah, vor allem so kleine Tiere. Das ist halt mega dumm. Das sollte man nicht tun. Kinder, tut so etwas nicht. So, der ist Silber, 19,8. Schön. Sieht aber auch ein bisschen dämlich aus, finde ich, oder? So vom Blick her, schießt er? Silber. Okay, der wäre gut gewesen. Der wäre gut gewesen. Warte.
dieses dumme Gesicht. Oh. Der ist gut. Der ist richtig gut. Legen Sie sich dahin. Wir brauchen einen guten Winkel zum Annähern. Ist auch gut. Richtig gut. Ich hoffe, ich verjag damit nicht die anderen, die dahinter sind, aber ich glaube, die sind zu weit weg. Und er fällt jetzt um. Fall um. Also. Und ihr seid natürlich wunderschön protected von den Büschen. Ich muss hier rum. Ich muss da auf den Hügel und von da aus nochmal gucken. Eigentlich könnte ich mich jetzt direkt hier annähern. Eigentlich immer geradeaus. Hab ich nicht getroffen? Och nee, Digga, nee. Wirklich nicht? Boah. War da zu viel Gras? Müssen wir darauf hoffen, dass die wiederkommen. Also ich habe ihn getroffen, aber anscheinend nicht gut. Er wird protected, er wird protected. Ich einen super Winkel jetzt. Er ist auf jeden Fall tot. Ich hoffe, ich habe ihn gut getroffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das schon wieder spannend. Spannend. Jo, tödlicher Treffer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen. Gold. 325. 337 ist Diamant. Schade. Schade. Aber sehr, sehr gutes Tier. Sehr gutes Tier. Guckt euch dieses Geweih an. Diese Hörner. Geweih ist es ja nicht. Aber die Hörner, Leute. Ach hier, guck mal. Da ist er. Da ist er doch. Auch Gold. 318. Schön. Schönes Ding. Und das Weibchen schießen wir jetzt noch. Ja, 279 goldenes Weibchen. Schön. Einmal alles bitte. Durch die Wirbelsäule. Die haben auch, die Wirbelsäule geht ziemlich weit runter und dann fängt hier der Hals an, ne? Ja, die haben eine komische Anatomie, die Viecher. Okay. Wir haben getroffen. Und anscheinend haben wir den Löwen auch getötet. Okay. War das ein guter Treffer? Puh, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Oh, doch, der sieht gut aus. Der sieht... Verdammt, ist das schon wieder ein Lucktreffer. Ey. Dafür, dass ich heute sehr ungeduldig bin und wirklich auf alles gleich schieße und auch in einem schlechten Winkel drauf schieße oder sowas, treffe ich irgendwie gut. Ich treffe irgendwie gut. Das ist doch nicht mehr feierlich hier. Bonus Grad Mittel sogar, okay. Aber er ist trotzdem sehr langsam gedroppt. Hier wirklich zum Schluss noch den Löwen aus der Savanne geknallt. So. Ich hoffe, der ist gut. Ein goldener Löwe. 44,3. 48,5 ist Diamant. 44 fängt Gold an. Guck doch mal. Es ist einfach. Dieser Schuss gehört doch verboten. Guck mal, wie spitz ich da die Lunge angeschrammt habe. Das ist einfach verbotener Schuss. Der hätte gar nicht treffen sollen. Also der hätte nicht tödlich sein sollen. Einfach verboten, das Ding. Einfach verboten. Ja, schön. Ja, schöner letzter Abschluss. Ich würde sagen, das war's für heute mit unserem YouTube-Video. Ich hab wieder sehr, sehr viel Spaß gehabt. Schön spazieren gegangen in der Savanne. Wir haben sehr gute Tiere geschossen. Wir haben diesmal versucht, so ein bisschen Gnu und Spießbock in Diamant zu schießen. Leider kein Glück dabei gehabt.
aber sehr, sehr gute goldene Tiere rausgeschossen. Ja, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Vergesst den Follow auf Twitch nicht. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Bis dann. Ciao.